Gerade wurde es 0 Uhr und wir haben ein neues Jahr. Wir schreiben das Jahr 2010 und wir hatten wieder die beste Filiale der Stadt. Und wo? Das war Feuerstein noch recht neu, aber wurde so bewertet und damit hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Der Fatman kommt auch hierhin, ja super. Ist ja auch ein tolles Haus hier. Gut, aber ich will jetzt... Oh, Einflusskreise sind gerade gewachsen um 1 Uhr. Boah, Rimini! Mal gucken, wie lange die noch mitmacht. Geiler Scheiß. Oh. Je suis en service commandé. Oh, wir hatten ja das Gesundheitsamt hergeschickt. Das ist aber auch schon länger her, diese... Alter, bräuchten die Filiale eigentlich. Hm. 20.000 haben wir gerade plus. Das ist auch so eine Goldgrube, aber die ist auch nicht verkehrt. Die ist nachts gut. Komischerweise, warum? Weil die einfach so beliebt ist. Hier ist ja nichts Geiles herum. Die Schule? Nee, um die Zeit nicht. Das Büro? Nicht. Die Docks sowieso nicht. Die sind halt was für tagsüber. Die Filiale ist einfach beliebt. Oder der Typ einfach. Der dickste Konkurrent. Geldmäßig 663. 1,5. Aber noch weit weg. Der macht zu wenig aus seinem Nutzen. Oder wie, oder was? Hm. Das war auch zwischen dem Laden, ne? Mit dem Kurier nicht. Hol mir mal 3. Weil der greift uns ja hier ab. Das mag ich nicht. Hätte ich jetzt grün gehabt, ich hätte geguckt. Den 50% Anteil. 1, 2, 3. Der Typ hat keine Wachen, keine Schläger, keine Gangster im Hauptquartier. Der auch nicht. Sieht bei uns anders aus. Okay. Personal müsst ihr noch. Habe ich ja gerade erst. Oh, geht aber gut voran. Hm. Und die haben wir zuletzt. Der Fatman frisst ein dickes Grinsen. Entschuldigung, er ist. Boah. Boah, ey. Wer sagt das? Die Prolls, genau. Boah, ey. Na, in anderem Ton. Wenn die Filiale... Ich speichere da nochmal. Wenn hier zugemacht wird, schicke ich nochmal einen Testarchitekten rein. Um 12 muss ich dran denken. Ah, die Maus hat sich wieder so eingerastet. Was wollte ich... Ach, Lager. Lager. 36.000, das Geld fließt ja wie Wolle rein. Von allen Ecken halt einfach. Gut, wo haue ich das neue Lager hin? Filiale würde hier nicht viel kosten. Würde ich den Standort irgendwann mal haben wollen? Nee, wenn, dann eher hier. Dann ballern wir hier einfach mal ein Lager hin. Wie viel es dafür gibt. Annähernd 70.000 oder bloß 50, weil das Haus nicht so gut ist. Wir werden es mal beobachten. Wir werden es mal beobachten, indem ich speichere. Oder generell sicherheitshalber mal speichern. Dann wäre hier noch eins. Okay, ausbauen muss ich ja hier auch noch. Das soll ja einfach bleiben. Der war gerade hier sauber machen. Es ist auch alles sauber. Gut. Hier sieht es schon wieder so dreckig aus. Das ist echt nicht gut. Warum ist das hier so übermäßig dreckig? Die ist nur noch recht neu. Macht bald wieder zu. Hm. Sind die Pariser einfach besondere Schmutzfinken? Zu einer großen... Geil. Die Docks rufen. Wir müssen ja irgendwie endlich mal die 50% erreichen. Marktanteil. Vielleicht sogar direkt neben ihm. Die Schule kann sie nicht... Naja... Stimmt, die Schule kann es nicht sein, deswegen ist direkt neben ihm bauen einfach blöd. Dann macht er uns einfach zunichte, dann gehe ich einfach auf die Docks. Aber ich mache das jetzt, lasse ich mich nicht von kaputten Einrichtungsgegenständen ablenken. Nochmal lesen. Bauen Sie eine Ihrer Filialen zu einer großen aus. Wenn Sie das nächste Gebäude kaufen, brauchen Sie nichts für den Bau einer Filiale zu bezahlen. 1 bis 2, 9, okay. Einflusskreis ist wieder gewachsen. Scheiße.
Welche baue ich denn aus? Welche ist denn besonders sinnvoll? Der Einflusskreis, hallo. Einrichtung ist schon gut. Haben wir erst gemacht. Hier wird nicht ausgebaut. Bin unschlüssig zwischen den dreien. Ja klar, die andere fällt ja weg. Haben wir erst, aber hey. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Lager kann verkauft werden. Ey, wir brauchen nichts für den Bau einer Filiale zu bezahlen. Es läuft gerade gut, aber jetzt müssen wir so langsam mal hier ran. Ich überlege. Papa? Nein. Wenn das Kind sagt Papa. Das sagt's im Deutschen aber nicht. Der sagt. Wie sagt's da? Hallo. Oder. Ja. Das sind die beiden Sound, die Sprachsamples der Kinder in der deutschen Sprachausgabe. Quoi? Bonjour. Guten Tag oder Hallo sagt das Kind eigentlich nie. Komisch, dann variiert das auch von Land zu Land, interessant. Und ich dachte, man kann so wunderbar übersetzen üben, neue Wörter einer neuen Sprache lernen, indem man sich einfach merkt, ja. Oder entscheidet, was könnte es denn sein? Es gibt ja bloß zwei Möglichkeiten, entweder Sprachsample 1 oder 2. Der hat einen Knall. Was ist mit ihm los? Spinner. Aber ich muss mich durchwringen. Ich glaube, wenn, dann eine Filiale mit einfacher Einrichtung. Hier haben wir viel Platz nach oben und nach überall. Komm, wir bauen uns zur U-Bahn aus. Na, die fangen gerade wieder an. Das ist eher blöd. Können es uns bis zur nächsten Schicht leisten, komm. Einer großen. Genau. Raus da. Und Wachen nicht vergessen, wieder reinschicken. So, Lager verkaufen. Wir haben keinen Lieferanten für eines ihrer Lagerhäuser. Okay. Standort besser wählen. Werde jetzt aber nicht laden. Ich werde es mir einfach merken. Da muss man also aufpassen. Schade. Nicht ganz so viel rausbekommen, wie ich eigentlich hätte bekommen können. Wenn ich jetzt aber noch eine Filiale aufmache, wäre ein weiteres Lager gar nicht verkehrt. Ah, die Miete kann ich mir eigentlich schon gönnen, ne? Wie viele Tage spielen wir noch? Ich rechne das mal kurz aus. Welches Lager würde ich denn mieten? Da neben uns. Gehörte das nicht dem Grün? Ich glaube ja. Also, wir spielen noch hier gucken. 179, ich muss das Personal wieder ausbilden, fällt mir gerade ein. Durch 24 macht 7 Tage. 7 mal 3, 21.000. Ach komm. Und ich mache hier halt 48 gut bei dem. Bauen wir auch gleich mal aus. Sie haben die Mission erfüllt. Super. Falsch. Ich habe noch nirgendwo modern. Das ist seltsam. Das ist selten bei mir. Aber bei den vielen Filialen, die ich habe, kann ich mir das nicht so wirklich leisten. So, groß einfach 3. Bitteschön. 777. 81. Wie viel kostet's? Gucken. Gar nicht viel. Gott. Die Heizung. Nee, das. Oh Gott, 3 nebeneinander, ey. Wie viele Blumen da nebeneinander sind. Spielt die Anordnung eine Rolle? 68. Na, direkt neben dem Heizkörper ist blöd, die armen Blumen. Wenn es denn echte sind. Hat sich jetzt nichts groß verändert, oder? Das wär's ja. Nee. Aber keine Unterhaltungselektronik. In den Raum. Die Seiten sind alle zugestellt. Ist abgeschlossen. Machen wir es mal so. Baumaßnahme, das Lager. Ja, ja.
dann stellen wir noch eins rein. Na! Zum Glück kein Graffiti-Mann. Aber wieder ausgenutzt, diese Arschgeigen. Wer schickt dich? Ich würde das gerne rauswissen. Dem würde ich vielleicht die Sau zur Hölle machen oder so ähnlich. Oh, deutlich besser geworden. Ja, die spielen halt gerne, die Kinder, ne? Die Kleinen und auch die Großen. Die Großen spielen vielleicht Pizza Connection 2. Mitten im Raum sieht irgendwie blöd aus. Kommt das Blümchen da weg? Umstellen fürs Erste. Noch 76. Oh, dieses Geräusch. Noch 76. Na, die Haltung. Ja, ist zum Heulen, ich weiß. Vielleicht sollte ich mir mittlerweile überall mal 3 gönnen. Einzelgehalt 500. 1, 2, 3, 4. Und das Hauptquartier soll nicht unbesetzt sein. Kein Bock auf die Pappnasen, die uns ärgern wollen. Ah, Lieferant. Einen ganz dicken halt für die dicken Filialen. Und Personal ausbilden. Der Kolonialimport ist der beste. Beliefert Rimini und Feuerstein. Jetzt muss ich ja mal gucken. Haben wir gerade noch ein kleines Lager, also ein mittleres Lager? Da oben. Ja, hätte ich noch eins zum Ausbauen, falls ein entsprechendes Missionsangebot kommt. Dach ist grün, ne? Hat, glaube ich, nichts mit dem Vorgänger zu tun. Ist, glaube ich, immer grün. Jetzt ausbauen. Die Filialen werden nicht beliefert. Ich mach's. Rimini und Feuerstein werden beliefert. Du hier oben. Alporto bekommt ausschließlich. Genau. Und das Lager. Nur Mona Lisa. Genau. Gut. Personal ausbilden. Ich wollte hier unten ja nochmal Architekt ausprobieren. Wie viel Uhr? 12. Ja, verpasst. Das Personal sieht gut aus. Günstling will ich nochmal kurz gucken. Günstlingsstatus. Kurz nach dem P77. Wir haben das Geld gerade. 15. Ah, maximal 20. Wir können es uns leisten. Stimmung beim Ende vom E, bei Bewertung. Da freut es wieder jemanden. Die kommen wieder, die empfehlen uns hoffentlich. Personal ausbilden. Ich muss dann nochmal gucken, ob andere Wachen wieder andere Schädlinge, anderes Gewürm empfangen haben. Warum hat der Bürgermeister eine Lebensanzeige? Das ist hier gleich eine Schlägerei, das kommt mir gerade neu vor. Wieso wird gerade eine Lebensanzeige bei ihm angezeigt? Die Wache. 63, na das wird noch. Vor allem beim Personal muss ich den Sachenmanager-Einstellungen noch was tätigen. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Lager war das bloß, gut. Keine Filiale, die ich einrichten muss. Sieht gut aus. Und ich wollte ihn unten eigentlich ärgern und ich muss die nächste Filiale noch bauen. Prolls, ne? Eieiei, wir haben zu tun. Wir haben keine Zeit, wir haben Geld, wir müssen das Geld einsetzen, um das Zeitproblem auszugleichen. Das war der Lieferservice-Mann. Abbruch, servieren. Oh, hier ist jemand da gut, hier ist jemand gut, richtig gut. Hat wieder zweimal geklickt, aber wir haben ja bloß zwei Köche, genau. Komm schon. Ich kann ja beide Spiele installiert haben. Die Pizza Connection Version von GOG und eben meine. Es sind ja zwei unterschiedliche Versionen. Die eine von damals, die andere, wann auch immer GOG die da reingestellt hat oder die reingestellt wurde. Und vielleicht mal aktualisiert wurde.
Insofern werden die sich, denke ich, nicht behindern. Dann kann ich direkt mal schauen. Kommst du her? Ob das Klicken da auch ein Problem ist. Aber ansonsten funktioniert die GOG-Version ganz gut. Das wollte ich auch eigentlich schauen. Wie funktioniert die so? Abgesehen vom Klicken funktioniert das schon. Man muss bloß manchmal aufpassen, wenn du gerade am Preise einstellen bist und das mit dem Klicken verrutscht. Der Fatman kommt wieder. Dann, ja, musst du aufmerksam sein, das gleich wieder zu ändern. Personaleinstellung, Manager-Einstellung muss ich noch machen in Sachen Personal oben bei Remini. Oh, hier ist aber jemand voll, fast voll, überall voll. Dann auch volles Gehalt. Super. Ich habe wieder gedacht beim Studenten, oh, ein Punk kommt. Im Augenwinkel, die Haare, die Kleidung wirkt dunkel. Aber die Haare machen es aus. Ich denke da immer, da kommt ein Punk an. Und 12 Uhr im Auge behalten. Da wollte ich ja nochmal gucken in Sachen Einrichtung, Architekt und so. Gut, hier müssen wir nichts machen. Jo. Na, ist voll, okay. Na, hier hätte aber machen können. Da ist die Omi sehr zufrieden. Freut mich. Hoffentlich kann sie auch wiederkommen. Hoffentlich stirbt sie nicht in der Zwischenzeit. Ist schon voll, okay. 23.000 auf dem Konto. Na, wir geben gerade wieder ordentlich aus. Wir investieren ins Bestmögliche, ins Personal. War richtig dick. Gut, einmal durch. 12 Uhr im Auge behalten. Personaleinstellung Remini. Leistungsdruck gleich wieder anpassen. Ah, schade, mehr nicht. Aber immerhin 1% rausgekitzelt. Ach, Quatsch. Boah, zum Glück habe ich nicht losgelassen. Falscher Reiter, hätten wir beinahe das Lager geleert. Das hätte richtig Geld gekostet. Mann, oh Mann. Können wir uns, denke ich, leisten. 92 gehe ich mal. Kostet viel, ich weiß, ich weiß. Gut, habe ich das Wachen kontrollieren? Ein Kurier. Hier sieht es auch noch so leer aus. Ein Kurier. Hier ist was los. Zwei Punks. Der Bürgermeister ist sehr zufrieden. 68, wir kommen der Sache näher. Und die Einrichtung tut hoffentlich ihr Übriges. Ist hier was kaputt? Nee, das ist die Einrichtung, die so ist. Da wartet jemand, aber dürfte jetzt serviert bekommen. Jo. Die warten ganz schön lange, ne? So, hier kennen wir die Bewertung, hier noch nicht. Gucken, ob der Bürgermeister dann gleich wieder loszieht. Ich werde jetzt mal wieder rechnen. Das sieht gut aus. Geht aber noch besser, muss auf die 100 hoch. Aber die Grundausbildung ist halt noch nicht so gut wie in Feuerstein. 4,9 deutlich besser als bei Feuerstein. Das reizt wieder, das reißt das Ruder wieder etwas rum. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt saftig runtergehen. Und hier die 80. Mist, Mist, Mist. Durch 3 macht 69,6, also 70. Was ist denn bei Remini los? Und hier auch. Die ganz edlen Filialen. Ach, wegen... wegen der Zutatenkosten. 61.000 haben wir gerade plus. Dann passe ich das wirklich da mal an. Aber lass mal so. Wie viel kommen hier hin? Studenten, Prols und Yuppies. Liegt noch im Rahmen. Hier muss es halt für Kinder freundlich sein. Ne? Naja. Kann man gerade nicht gut erkennen. Hier nicht. Hier vor allen Dingen...
Für die Prolls. Passt auch. Gut. 1,8. Der hat die Million erreicht. Wir haben fast doppelt so viel. Und 0,78. Gut, gut, gut. Das soll es dann erstmal wieder fürs Erste gewesen sein. Und beim nächsten Mal machen wir irgendwie weiter. Wir haben immer noch zwei Ziele vor der Nase. Und noch 160 Stunden. Langsam wird's knapp. Wir sind nah dran. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.